Gut, ich würde sagen, wir bauen Beavers, Huts und Hemp Plantations. Halt die Fresse. God holds his protective hand ich würde sagen, wir bauen Hanf an. Machen dann daraus solche Hemden, diese Linen Garments, diese Leinen Hemden. Mhm. Denn die bringen sehr viel, wenn man es verkauft, wirklich. Die bringen mega viel. Ich mach mal kurz das Stone Masons Hut. Eine Steinmetzhütte. Und die wichtigsten Marktstraßen müssen wir natürlich auch selbstverständlich mit Stein bauen. Na klar, sonst ist es ja irgendwie lahm. Wie funktioniert denn das? Ach, und du bist gerade wieder weg auf Handelstour? Nee. I'm afraid you aren't. Weil das Schiff... Ach, falsch. Na doch, das ist der Hafen. Wo bist dann du mit dem Schiff? Schiff ist nicht da, du Opfer. Ja, das Schiff ist am Hafen. Ja, wir haben schon ewig Citizens, Leute. Wir sind viel besser als ihr. So, ich baue jetzt mal ein paar Hanfplantagen. Das klingt so falsch, ich weiß auch nicht. Das bauen wir darüber jetzt einfach mal. Scheiße. Dann brauche ich mal kurz ein Market Building. I'd be happy to help you. I'd be happy to help you. I'd be happy if you... Shut the... Okay, gut. Dann bauen wir hier unsere Hanf Plantations. Nachdem wir hier noch ein paar Market Buildings gebildet haben. Scheiße, wir haben keinen. Nee, nicht schon wieder. Ich brauche mal kurz Tools. Hast du das Schiff gerade? Das fährt gerade wieder in den Hafen. Umkehren bitte und Tools kaufen. Tools. Okay. Wir brauchen Tools. Was mir auffällt ist, wir haben ja die beste Handelsposition. Schaut euch das mal an. Da ist unser Hafen und dann ist hier unten der Hafen von Lord Richard. Northborough. Ah ja, und wir haben hier gerade auch wieder tatsächlich Tools gekauft, aber wir brauchen mega viel Tools, also das von daher. Gut. Dann baue ich hier nochmal Small Market Building. Small Market Building. So, 10 Tools gekauft. Halleluja! What the fuck? Ja, me too. Du hörst es auch, ist was ich doch her, oder? Ja. I feel like singing! Wir haben 0 Stein. Der Leif singt schon wieder. Aber schön für den Leif. So, jetzt ich baue mal ein paar Hanfplantagen hier. Schon fast wie ein Druck hier. Wurst. Nur die Wahrheit. Wir bauen Nutzhanf an. Nutzhanf. Das Ausrede. So, 11 Tools. Nutzhanf. Mami, das ist Nutzhanf. Mutter, ich baue Nutzhanf an. Das ist kein... jetzt warte mal. Wie viel kostet das? 200. Uah. Gut, hier einmal Hanfplantage. Dann bauen wir daneben oder so gleich mal die ganzen Hanfweber-Dinge. Brauchen wir aber noch ein paar Hanfplantagen, ne? Hanfplantagen sind wichtig für die Gesundheit. Genau. Gesundheitshanf-Marihuana, ne? Gesundheitshanf-Marihuana. Okay, dann bauen wir hier die Weaver's Hut. Einmal kurz hier die Weaver's Hut. Weaver's Hut wieder. Insufficient Building Material. Wir haben wieder keinen... Tools. Was? Leider haben wir den Toolmakers Workshop noch nicht freigeschaltet. Wir haben aber, glaube ich, auch hier keine. Wir haben keine Eisenvorkommen. Nein! Wir brauchen auch eine zweite Insel. Wir haben keine Eisenvorkommen. Das ist schlecht. Schuizi. Überhaupt keine Eisenvorkommen. Ja, und natürlich brauchen wir auch mal. Wir brauchen unbedingt eine Orientinsel. Ja, damit die wir neben uns, oder? Ist da eine? Wo ist denn der Orientinsel? Right Opfer. To us. Ah, da unten. I don't know. Aber da rechts neben uns wäre auch eine. Ja, da rechts unten, oder? Ja, genau. Da ist eine Assassinenburg sogar. Ja. Eine Assassinenfestung, ja. Nimm Tools mit dem Schiff und Nahrung und Holz. Okay.
Das brauchst du nämlich damit, dass die. Das brauchst du dafür, dass die Siedlung funktioniert. Huch, falsch. So. Alright, alright, alright. Dann haben wir schon mal die Insel. Hat die eigentlich Eisenvorkommen? Ne, aber wir haben. Aha, Datteln haben wir hier. Wir haben Gewürze. Wir haben Ton. Wir haben ein Kohle ab. Ding. Kupfer, ein Riff, Quarz ist auch wichtig für Glas später. Aber wir brauchen trotzdem noch eine Insel mit einem Eisenvorkommen. Mhm. Da haben wir eins. Ich habe eins, zwei sogar. Zwei Eisenvorkommen auf einer Insel. Okay, das brauchen wir auch. Ein Oriental Settlement. Brauchen voll das Oriental Settlement. Hä? Ah, da steht jetzt, es gibt irgendwo ein Iron Deposit. Ah, tatsächlich, da gibt's eins. Naja, aber egal, wir machen jetzt trotzdem mal ein paar mehr Inseln, weil das ist sowieso... It doesn't shade it. What? It doesn't shade. It doesn't shade. Doesn't shade at all, Leute. So, dann mache ich hier rüber mal kurz eine Straße. Eine Barbara Streisand. Okay. One of the other players has reached a higher civilization level. Okay. Citizen, toll, das haben wir schon lang. War jetzt der Leif. Leif ist wieder mal ganz hinten dran. Leif, du kannst nicht. How can the people cultivate the land if they have no fields? That one of your plants has no fields. This. Ach, scheiße. Ich bin blöd. Gut. Landed, at last you're not so stupid. Okay, passt. Sehr nice. Bau mal ein paar Handelsstraßen. Weil wir haben so viel Wood. Wir haben so viel Wood, so viel. Dann bauen wir einfach hier mal aus hier. Wie viel haben wir denn? 9. Ja gut, dann habe ich bis hier jetzt gebaut. Dann baue ich einfach bis hier hinten, bis ganz hinten, baue ich einmal eine riesige Steinstraße. Was ist das hier? Ein Iron Deposit. Das wollte ich ja plündern, stimmt, ich Idiot. Wenn ich jetzt noch Tools hätte, ein paar Werkzeuge in kleinen Lollingen, dann könnte ich auch was bauen, aber nein, natürlich nicht. Okay, die ganze Holzindustrie ist am Arsch, weil wir so viel Holz haben. Nice. Da baue ich ein paar Häuser einfach mit dem ganzen Holz hier. One of the other players has reached a higher civilization level. Citizen, herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, haben wir schon seit 1000 Jahren in unserem 1000-jährigen Reich, egal. So. Ah, good. Our emperor wishes you. Yes. Very good, very good. Yay, du hast eine, du hast jetzt, ah, das ist toll. Das ist doch der, das ist toll. Wunderbar. Wunderbar. Ich hoffe, das Versorgungsschiff kommt irgendwann mal und bringt mir ein bisschen ein kleines, schönes Dings. Dings. No resources are available on this island. Nee. Aber Kingsport ist auch so ein kleines. Leif Jorgensen und Marie d'Artois are signing a trade treaty. Das versuche ich jetzt auch mal kurz mit der Marie d'Artois. Okay, was müssen wir machen? Offer trade treaty. Ne, wir haben ja jetzt nur hier dieses neutral. Machen wir mal. Your people are longing for company. Your population. Wir brauchen einen Marketplace irgendwo. Ja, die Baronesse hat sich gerade wieder ausgesprochen. Was soll ich mit der Baronesse? Die ist eigentlich ziemlich stark. Die machen wir jetzt einfach mal. Jetzt warte mal. Oh, das geht nicht. Okay. Machen wir mit der Marie d'Artois. A pilgrimage to the Holy Land. Yes. That is indeed most commendable. Hast du das erkannt? Mhm. Feel free to come and have a look around. So, pay tribute. Es funktioniert 100% nicht.
Gut, dann müssen wir warten. Der Leif, wie geht's denn dem Leif? Leif, you have no Leif. If there's anything else I can help you with. Ja, genau, was mich schon auf your mother. Willkommen. So, probability of success 65%. Das versuche ich jetzt einfach mal. You call me an adorable young thing. Ja, du bist voll das adorable young thing. Du bist voll überhaupt nicht adorable. Will you trade with me? Ja, Leif, natürlich. I've prepared a suitable verse. Ja, in meinem auch. Oh. So. Oh, happy day. The sun is shining. A rebellion has broken out. Wieso denn das? Oh. Lol. Wieso? Weil die Hanfplantagen, Wir haben kein Hanf mehr. Das geht doch nicht. Reiz doch nicht einfach hier hin und zum Hanf hier. Wieso denn? Wo denn? Ach, die haben kein Essen mehr. Wir verkaufen ja unser ganzes Essen, habe ich gehört. Ne, das kann nicht sein, hä? Hä, wir haben noch 23. BTF. Ja, ich denk's mir gerade. Fed up with working Meat for Company. Ja, ich muss eine Straße bauen. Straße. Ah. Are the peasants leaving the city? Oh no, you should immediately find out what prompted this move. I found out. Don't shit into your pants. Don't shit into your pants. Ah, wenn wir jetzt 1324 Gold Coins zahlen, wird die Marie d'Arthur mit uns handeln. Sollen wir das machen? Ja, das machen wir, oder? Ja. Marie d'Arthur. Hm? Ja, das würde ich auch sagen. Gut, dann bauen wir hier nochmal ein paar bisschen Houses. Ja, der Leif, der kriegt schon wieder die Krise. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen Hanf verkaufen, dann wird er gleich wieder entspannter. Genau.